Der Bruderkuss ist natürlich berühmt geworden, muss man schon sagen. Es war unglaublich. Es war am 30. Jahrestag der DDR 1979. Mhm. Und ein offizieller Termin, und wir Fotografen waren doch sehr erstaunt. Und da kommt es eben dann oft darauf an, dass man Glück hat und genau da steht, wo man den nun gerade gut vor die Kamera bekam, diesen Kuss. Also man ist ja immer hinter einem Strick und muss gucken, wie man das in den Griff kriegt. Und da braucht man auch immer ein bisschen Glück dabei. Mhm. Und mich interessiert aber dann eben nicht nur der Kuss, den gab es ja in ganz groß von einem Kollegen, von einem Franzosen, sondern was drumherum passiert. Und wenn Sie sehen, wie Gromyko und Tschernjenko, war dann der Nachfolger von Brezhnev, wie die miteinander sich unterhalten, das interessiert die gar nicht, aber das Politbüro natürlich diese Szene beklatscht. Die klatschen alle. Das sind alles so, also da ist es mir immer lieb, wenn man ein bisschen mehr sieht, als nur sozusagen ein Close-up.